Das Ding. Live, laut, lässig. Ein Jahr. 22 Länder, 18.000 Kilometer. Felix hat seine Ausbildung gerade abgeschlossen und sucht jetzt das ganz große Abenteuer mit dem Rad einmal um die Welt. Trainiert hat er dafür aber nicht. Juni 2013. Felix startet zusammen mit seinem Kumpel Finn in Herxheim in der Pfalz die Megatour. Dafür hat er 9.000 Euro gespart. Das Ganze will er mit zwei Kameras festhalten. Aber erst kurz vor der Abfahrt wird ihm klar, ein Jahr lang wird er seine Familie nicht mehr sehen. Ich wusste, das war das letzte Bier für ein Jahr mit den Freunden. Und morgens die letzte Umarmung und dann sind natürlich auch bei mir die Tränen geflossen. Das war super hart und die ersten 30 Kilometer wurde auch kein Wort gesprochen auf der Reise. Die meisten Leute haben nicht damit gerechnet, dass Felix und Finn diese Tour durchziehen. Ich glaube, der Großteil hat gedacht, ich drehe in Wien um. Also ich esse dort ein Wiener Schnitzel oder was auch immer und drehe dann um, setze mich in den Zug und das war's. Ich glaube, wenige, sehr, sehr wenige haben tatsächlich an mich geglaubt. Aber Felix und Finn fahren weiter. Schon am ersten Abend haben sie eines der schönsten Erlebnisse der ganzen Reise. Und das im Nachbarort. Abends waren wir vor einem Supermarkt gesessen dort und wollten irgendwo die Zelte aufschlagen. Wurde man schon angesprochen. Ja, was habt ihr denn vor? Sprecht ihr überhaupt Deutsch? Woher kommt ihr denn? Da sagt man ja, nee, wir kommen gerade hier vom Nachbarort und wollen einmal um die Welt fahren. Dann hat sich die natürlich totgelacht. Das war eine ältere Dame, die war schon über 70. Und hat gesagt, jetzt kommt mal mit, ich bekoche euch, ihr dürft bei mir schlafen. Und so ging es ja los. Das war unsere erste Gastfreundschaftserfahrung. Nach Deutschland geht's für die beiden durch Österreich, die Slowakei, über Ungarn nach Serbien. Sie haben fast jeden Tag Muskelkater und sind körperlich am Limit. Nach 6 Wochen wird Felix richtig krank. Mir geht's beschissen. Seit 2 Tagen Fieber, Gliederschmerzen, Angina, ich huste. Einfach nur krank. Das war nur in Belgrad im Krankenhaus, hat es geheißen Lungenentzündung. Wir müssen da jetzt Antibiotika und Quarantäne und Isolierstation und was weiß ich alles. Und es hat natürlich ein Schweinegeld gekostet. Deshalb habe ich gesagt, ich fliege heim, lass mich da mal behandeln, guck, was die so sagen. Und dann haben die gesagt, es ist einfach nur eine sehr, sehr starke Grippe, auf die mein Körper im Moment keine Reaktion hat. 10 Tage macht Felix Pause. Aufgeben will er aber nicht und fliegt zurück nach Serbien. Finn wird die ganze Filmerei hier zu viel. Er steigt aus und Felix muss alleine weiterfahren. Da fährt er. Ja, komisches Gefühl. Ich bin gespannt, wie die Tour alleine wird. Gemischte Gefühle, freue mich, aber habe auch Schiss vor der Einsamkeit. Schauen wir mal. Die ersten Tage alleine sind hart. Während seiner Fahrt bis in die Türkei hat er nur einen Gedanken. Bloß nicht aufgeben. Dann besucht ihn spontan Selima. Felix hat sie 2 Wochen vor der Tour kennengelernt. In Kambodscha verlieben sie sich. Yeah! Sein nächstes Highlight, Neuseeland. In Neuseeland hat einfach alles gepasst. Also ich war da auf dem Rad gesessen und habe zu meiner Rechten einen Gletscher und zu meiner Linken ein Meer mit Robben, Walen, Pinguinen. Neuseeland war für mich das Nonplusultra. Seine finale Etappe ist die Route von Oslo nach Herxheim. In den letzten beiden Monaten vermisst Felix seine Freunde extrem. Am 22. Juni 2014 hat er es endlich geschafft. Neun Monate später hat Felix aus seinen Videoaufnahmen einen 80-minütigen Film geschnitten. Sogar in ausgewählten Kinos wird der Film gezeigt. Aber auf Radfahren hat Felix definitiv keinen Bock mehr. Ich glaube, ich würde alles immer wieder so machen, wie das jetzt der Fall war. Also ich würde wieder untrainiert losfahren, ich würde wieder wahrscheinlich mit Partner losfahren und mich von ihm trennen. Ich würde nichts anders machen. Das Ding. Radio, Fernsehen, Internet.